So, machen wir mal weiter hier. Ne, die Kiste da unten habe ich dran gedacht. So, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, Moment, ich glaube, ich bin hier falsch. Scheiße, ich lade nochmal eben. Jetzt muss ich gerade selber. Ah, da geht's lang. Genau. Da hockt einer. Hier muss man jetzt wirklich total leise hinter dem lang, sonst hört er einen sofort. Der hört da, glaube ich, Radio. Da liegt auch noch einer, also das wird ziemlich fies, wenn man da erwischt wird. So, ich guck mal, ob ich da einfach so rumkomme. Ja, das sah jetzt ganz gut aus. So, hier muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich Schatten, aber da ist auch Licht. Und da unten stehen Soldaten rum. Ich versuch's jetzt einfach mal hier lang. Ja, ja. So geht's nicht. Also ich warte mal, bis der sich irgendwie wegdreht. Oder geht's so vielleicht? Ja, so geht's. Also schön die Wand entlang. Dann bleibt der Schatten hier oben auf den Holzbrettern. Dann wird man da nicht so schnell erwischt. So, hier mache ich mal kurz eine Pause, weil der Typ da unten... Der könnte mich vielleicht doch noch sehen. Hier muss ich jetzt gucken, dass ich die Lampe auskriege. Nochmal speichern. Bisschen Angst jetzt. So, alles klar, die macht alles dunkel, das ist schon mal gut. Nur der Typ da hinten hat das jetzt vielleicht gesehen. Warte mal, bis er sich wieder umdreht. So, und was auch ziemlich cool ist, wenn man in sich in der Nähe einer missionswichtigen Geschichte befindet, dann kriegt man das auch so eingeblendet. Dann kann es eigentlich auch gar nicht passieren, dass man da irgendwas verpasst. Da hinten ist jetzt dieser Server oder PC. Man könnte jetzt natürlich sich da hinschleichen und den so hacken, aber wenn ich jetzt, muss ich kurz überlegen, was es nochmal war. Das war es nicht. Genau, hier, Taste 1. Kann ich, habe ich hier so ein Fernglas und wenn ich jetzt hier hingehe, steht da so Scan. Und wenn dann dieses Symbol kommt, das heißt dann, man kann halt da auf Informationen zugreifen. Und dann muss man irgendwie... okay, man kann nicht drauf zugreifen, so war das. Naja gut, dann müssen wir den Typ halt irgendwie ablenken. Und, mal gucken, ob das hinhaut. Ich werde jetzt erstmal hier die... Was geht hier vor? Moment, das ist vielleicht gar nicht mal blöd, wenn der da raucht, dann kriegt er vielleicht gar nicht mit, dass ich mich da mit PC hier zu schaffen mache. Dies ist der Server, auf den der Techniker die Verhörprotokolle übertragen hat. Genau, versuche so sieht darauf das aus. Zuzugreifen. Gute Arbeit. Das hat alles gelöscht, was Morgenhold Ihnen verraten haben könnte. Werden Sie sich nicht fragen, was damit geschehen ist? Es war kein Problem, deinen kleinen Eingriff wie einen gewöhnlichen Speicherfehler aussehen zu lassen. Keine Sorge. Wir geben dir nur die besten Werkzeuge in die Hand. Naja gut, also es wäre auch möglich gewesen, den zu hacken. Hier ist es noch nicht möglich. Das geht, glaube ich, erst in der zweiten Mission oder so. Auf jeden Fall, wenn man halt irgendwo drauf zugreift, dann geht da halt so ein Fenster auf und dann kann man da irgendwie E-Mails lesen oder halt je nach dem, was sich da drauf befindet, halt auch noch andere Sachen erledigen. Jetzt gucke ich mal, ob ich an dem vorbeikomme. Schaut auch gut aus. Und dann gucken wir noch schnell, ob hier irgendwo eine Kiste ist. Ich meine aber nicht, weil wir haben ja, glaube ich, schon 4 von 5. Und die letzte befindet sich ziemlich am Ende. Ja, gut, jetzt gucke ich nochmal schnell in die Mission rein. Genau, das ist jetzt hier das Opset. Wir haben hier einmal die Ziele. Das sind die Primärziele. Und wenn man dann hier nach rechts geht, hat man dann nochmal die Sekundärziele. Sowas wie, eliminieren Sie Hugo Lacerda. Und als drittes dann halt die zusätzlichen Missionsziele, das ist in unserem Fall dieser Strichcode. Dann haben wir hier noch ein paar Notizen, Passwörter und so weiter, kennt man ja von den alten Teilen. Daten, Karte und Ausrüstung. Also, Moment, die Karte kann ich noch schnell zeigen, die ist auch ein bisschen neu. Die ist jetzt hier so dreidimensional, da kann man so ein bisschen durchfahren und ich glaube, wenn man mit Pfeiltasten links und rechts drückt, sieht man so ein bisschen den Weg, den man langlaufen muss. Also hier ist, wo wir angekommen sind und da ist dann halt hier so dieser Zeltbereich und so weiter. Da kann man dann halt komplett durchscrollen, bis man dann am Ende ist. Das ist hier dann der Leuchtturm, aber da sind wir noch nicht. Ich glaube, wo wir sind, wird auch irgendwo...
gezeigt oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall, das Ziel wird gezeigt. Das ist der rote Punkt, das ist jetzt halt der Turm. Und da müssen wir jetzt eigentlich nur noch hin. So. Jetzt gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Hier ist im Moment noch nichts los. Genau, da sind zwei Soldaten. Ihre Waffe ist die Furcht. Und Furcht verbreitet man nicht unter Toten. So, die sollten mich natürlich jetzt nicht sehen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht... Oh, die kommen genau auf mich zu. Ganz toll. Scheiße, das ist die letzte Kiste, aber die Typen haben mich gesehen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die auch da runterlaufen. Also ich werde wohl besser mal warten. Aber wie ich es dir bereits sagte, sie sind keine Schlechten. Ihre Waffe ist die Furcht. Und Furcht verbreitet man nicht unter Toten. Naja, irgendwie so ein schlauer Spruch. Keine Ahnung, warten wir mal, bis die weg sind. Da ist schon der Turm. Das heißt, weit haben wir es nicht mehr dahin. Aber wir müssen doch noch den einen oder anderen Soldaten überwinden. Ich muss jetzt mal gucken. Also da runterspringen geht, aber das sollte man besser nicht tun. Ich mache jetzt hier erstmal wieder schön dunkel. So, wenn es blöd läuft, kommt der jetzt wieder hoch. Das würde er nämlich gerade auch tun. So, wenn jetzt beide nach oben gehen, ist es natürlich noch besser für mich. Ja, macht er natürlich nicht, der hat mich gesehen. Kletter ich halt hier hoch. Ist auch kein Problem. Ich würde die gern loswerden. Ja, oh mein Gott. Das ist jetzt nicht ganz so wie geplant. Gott sei Dank, da ist nichts. Okay, kleiner Bug. Oh. Ich will nach Hause. Ich versuch's mal anders, also das ist mir dann doch noch zu riskant. Vielleicht kann ich da doch irgendwie runterklettern. Weil hier ist ja nichts. Außer Meer. Mal gucken, was hier passiert. Ah, er hangelt sich entlang. Das ist genauso, wie ich es mir da vorgestellt habe. Hier geht es noch nicht mehr weiter. Ganz toll. Ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, sich hier fallen zu lassen. Aber ich gehe das Risiko mal ein. Alles klar. Damit ist dann gezeigt, das geht nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Probieren wir was anderes aus. Hier diese Holzscheite stören irgendwie. Da komme ich. Boah, da komme ich so rüber. Okay. Was war das denn? Na komm. Hoppla. Okay, so können wir es versuchen. Jetzt muss ich nur warten, bis der Typ weg ist. Vielleicht kann ich den hier hochlocken, indem ich die Lampe ausschieße. Dadurch bin ich gleichzeitig auch ein bisschen geschützter. Verdammt, das Licht ist kaputt. Genau. Jetzt kommt der hier hoch und dann werde ich unten gehen. So, speichern. Kurz warten. Weil im Moment gucken die noch ziemlich gefährlich in meine Richtung und ich kann da nicht um die Ecke schießen. Mal gucken, ob es jetzt gut geht. Komm raus! Du kannst dich nicht ewig verstecken! So, die Lampe auch weg. Komm schon raus! Kiste scannen und jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Können wir die Arbeit einer Menge Leute ein ganzes Stück sicherer machen? Wie kommt es, dass nie jemand etwas tut, um meine Arbeit sicherer zu machen? Wenn du willst, stelle ich noch ein paar Analysten ein, die dann mit dir zusammenarbeiten. Hm. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich Gefahr gar nicht so gut. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo eine Dose oder sowas rumliegt. Nee, irgendwie nicht. Da muss ich halt warten, bis die... Oh, perfekt. Jetzt kann ich schnell abdüsen. So, die haben mich, glaube ich, nicht gesehen. So, jetzt muss ich hier noch schnell aufpassen. Ich glaube, da hängt auch einer rum. Ich glaube, das Gespräch, was der da... Okay, das war nix. Oh nö, die kommen doch jetzt nicht hier runter, oder? Doch, die kommen hier runter. Egal, ich hau einfach ab. Mit ein bisschen Glück reicht das sogar.
Im Prinzip geht es jetzt nur noch zum Turm. So, Lämpchen aus. Bah. Die ist hart, die Lampe wieder durch den Wind wackelt. Das ist auch eine Neuerung, glaube ich, in dem dritten Teil, dass halt wieder ein bisschen mehr Physik drin ist. Die Gräser bewegen sich nicht mehr dafür, aber die Lämpchen und ähnliches. Ja, Schuss haben wir auch noch genug. Komischerweise sehr viel, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Da ist nämlich hier so ein kleines Eckchen, wo ich mich verstecken kann. Und dann kann ich den Typ so ein bisschen ablenken, indem ich da so ein Döschen hinwerfe. Ja, scheiße, hat er nicht mitgekriegt. Es kann nicht schaden, sich mal umzusehen. Ja, das würde ich auch sagen. Umsehen ist immer gut. Natürlich nur, wenn er mich hier drin nicht erwischt. Na, wo ist er? Da, kommt er. Boah, der kommt so langsam. Ich glaube, der kriegt mich. Oder? Ja. Das war klar. So. Gleiche nochmal. Nochmal speichern. Um die Lampe müsste ich mich auch noch kümmern da hinten, aber das ist eine Sache, die ich nicht jetzt machen möchte. Ich werde den erst hier hinlocken und dann werde ich da einen Stein hinwerfen. Wo kommt denn das Geräusch hin? Kurz einen Moment warten, bis er sich in Bewegung setzt, weil wenn der nah genug ist, hört er das auch, wenn ich hier einen Stein werfe, weil sonst irgendwie nicht. Oh oh. Scheiße, das war zu spät. Oh, das ist nicht so leicht. Fällt mir gerade mal auf. Das Blöde ist auch dieser Blitz, aber vielleicht kann ich mich hier so verstecken, wenn es blitzt und dann, wenn es dunkel ist, vielleicht mich bei... Oh, was sehe ich denn da? Oh, was sehe ich denn da? Das kann man auch benutzen. Da muss ich doch gerade mal gucken, wie das funktioniert. Das wäre da oben gewesen. War ich da mal? Das müsste ich überprüfen. Das wäre natürlich noch besser. Dann spare ich mir Arbeit. Das ist irgendwo da oben. Ja, ja, macht ihr mal euer Ding. Ich guck. Oh, Scheiße. Ah. Na gut, das hat sich erledigt. Müssen wir jetzt halt doch anders versuchen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also ich wusste gar nicht, dass es da so ein Seil gibt. Das müssen wir halt ohne Seil machen. Jetzt warte ich mal ab, was der Typ da macht. Vielleicht läuft er auch einfach wieder zurück. Dann kann ich hinter dem her. Speichern. Komm, dreh dich um. Oder komm hierher, eins von beidem. Alles klar, er dreht sich um. Ich häng fest. So. Oh oh. Oh, wenn jetzt ein Blitz losgeht, dann sieht er mich. Ah ne, der guckt gerade weg. Oh nein, jetzt kommt er noch hier hin. Alter, wie ist der denn drauf? Kann ich an dem vorbei? Ne, kann ich nicht. Hey, was macht der Typ? Okay, wenn der da lang geht, dann gehe ich natürlich rechts lang, das ist ja klar. So. Genau, jetzt müssen wir speichern natürlich und bevor der wieder kommt. Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. Was ist das da drüben? Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. So, erstmal hier rein. Ein bisschen Glück sieht er das, er sieht es natürlich. Ja, diese... blöder Stein. So, erstmal das Lämpchen ausmachen. Oh.
Oh, oh. Gut, dann machen wir mal eine Rundtour. Dann habe ich den schon mal erfolgreich abgelenkt, das ist auch nicht schlecht. Gut, war nicht ganz viel geplant, aber ist auch okay. Lämpchen aus. Daneben. Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. So, erstmal rein, Tür wieder zumachen. Dann stört das den da draußen schon mal nicht mehr. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was mein Ziel ist. Finden Sie heraus, woher die Gurus ihre Waffen und Ausrüstung bekommen. Maria Narcissa. Ich hoffe, ihr versucht nicht schon wieder ein Blind Date für mich zu arrangieren. Ja, das Zuhören hat gereicht. Ist ein hässlicher alter Kahn. Das war das Mädchen bei der letzten Verabredung auch. Fischer? Ja, schon gut. Entschuldigung. Die Maria Narcissa ist ein Frachter im Besitz von Celestina Incorporated, einer portugiesischen Transportfirma. Er ist auf den Philippinen registriert. Transpazifische Frachtverträge. Eine Menge Details fehlen. Klingt verdächtig. Klingt, als hättest du doch wieder ein Blind Date. Kannst kaum erwarten, sie zu treffen. Fischer, du hast deine Primärziele erfüllt. Sobald du bereit bist, können wir dich da rausholen. Gib dem Helikopter von der Spitze des Leuchtturms aus das Signal. Sorge aber zuerst dafür, dass das Licht aus ist. Mach ich. Okay, klingt machbar. Licht aus. Und Primärziele, okay. Die sind alle erfüllt, das heißt, ich könnte das jetzt zu Ende bringen. Das Einzige, was ich noch tun müsste, wäre diesen Lasser da zu töten. Aber, soweit ich mich erinnern kann, geht das in dieser Mission hier noch nicht. Weil sonst hätte ich ihn unterwegs da schon irgendwo entdeckt, aber der war ja nirgends. So, der ist ganz schön hoch, der Turm. So, da ist jetzt so ein Kabel. Ich habe schon versucht, irgendwie das von unten auszuschalten. Also in früheren Missionen, aber ich meine, das geht nicht. Deswegen müssen wir das anderweitig machen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass er nicht direkt in den Strahl gelangt. Zum Glück ist er nur auf einer Seite. Und der Schalter müsste sich... Ist der doch unten? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. So. Sam, es sieht so aus, als hätte sich Lacerda schon längst aus dem Staub gemacht. Dieses Einsatzziel kannst du also vorerst vergessen. Ja, siehst du, der Lacerda ist also nicht hier. Habe ich mir doch gedacht. Jo, das war nichts. Sam, es sieht so aus, als hätte sich Lacerda schon längst aus dem Staub gemacht. Ich wollte eigentlich dieses Einsatzziel kannst du also vorerst vergessen. Meine Güte. Oh, oh. Sam, es sieht so aus, als hätte sich Lacerda schon längst aus dem Staub gemacht. Dieses Einsatzziel kannst du also vorerst vergessen. So, jetzt zeige ich euch kurz was, was ich aber dann später... Also ich lade dann nochmal. Ein witziges Feature, das habt ihr, glaube ich, im Video vorhin schon gesehen. Und zwar kann ich den Typ hier so ein bisschen hinlotsen. Und dann zack! Krall... Werf und weg. Aber das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie ich das machen will. Deswegen nochmal das Ganze. Der Typ wird jetzt erstmal nach dem Schalter gucken. Und ich werde währenddessen den Exfiltrationspunkt suchen. Der ist irgendwo hier. Da. Oh Mist. Der macht das ja wieder an. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, das kann er. Vielleicht kriege ich den irgendwie so ein bisschen abgelenkt, damit er nicht das Licht anmacht. Ah, sieht nicht gut aus. Oder kann ich das noch schaffen? Nee. Okay, das, was ich gerade gezeigt habe, muss ich tatsächlich machen. Nicht schon wieder. Will mir da jemand einen Streich spielen? Wow. Gut, dann muss der wohl weg. Ich sollte mich mal ein wenig umsehen. Ja, das solltest du tun. So, dann machen wir das nochmal.
Und tschüss. Ja, ich meine, was steht hier so blöd rum, ne? So kann ich mich ja nicht abholen lassen. So geht das nicht. So, Sam, dann mach dich mal wieder hoch. So, genau, abholen und anfordern. Und Mission erfolgreich. Und jetzt wird's spannend, wenn ich jetzt auf Taste drücken gehe, dann kommt jetzt erstmal hier die ganzen Missionen. Sind alle abgeschlossen, bis auf die abgebrochenen, aber da konnte man ja nichts machen. Zusätzliches Missionsziel aber auch. Und jetzt kommt die Statistik und tada, 98%. Weil wir einen Feind töten mussten, den letzten. Ja. Ich versuche das gerade nochmal. So, ich versuche das Ganze jetzt nochmal, ohne ihn zu töten. Dazu nehme ich... mal die Ringflächen. Ah, vielleicht brauche ich noch nicht mal eine Waffe. Mist. Oh nein, Mist, ich habe ihn getötet. Das war nicht geplant. Macht der das Licht an? Macht der das Licht an? Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Puh, das war knapp. Nein, theoretisch hätte die Lampe ja ruhig nochmal anmachen können, aber dann hätte der mich wahrscheinlich nicht gehört. So, jetzt renne ich einmal hier um den Block. Ah! Mein Gott, was geht mit dem? Na gut, dann mache ich es eben mit Waffe. So, hier muss ich allerdings aufpassen, wenn ich hier nämlich auswähle, dann... bleibt die Zeit nicht stehen wie in den anderen Teilen. Das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Daneben. Oh, ich schaff das noch. So. Jetzt. Abholung anfordern. So, dann probieren wir das nochmal. Taste drücken. Alles abgeschlossen. Und 100%, ja. Also ein bewusstloser Feind ist okay, ein getöteter nicht. Das wäre also, wie ihr das Ganze dann auf 100% durchzocken könnt. Zeit 24:58. Ja, das Let's Play geht ein bisschen länger, ist ja auch klar. Ich muss ja auch öfters mal laden. Aber ansonsten finde ich, ist die Zeit für die erste Mission schon ganz gut. Ich habe es schon mal schneller geschafft, aber ich bin nicht mehr so ganz in Übung. Ja. So viel dazu, das war der erste Teil. Dankeschön fürs Angucken und bis zum nächsten Mal, euer Simfisch LP.